Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Goodiebox eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was sich im August hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine Beautybox, die 5 bis 7 Beauty-Produkte enthält, monatlich erscheint, 19,95 € pro Box kostet, einen Warenwert von mindestens 70 € enthält, fast nur Full-Sizes enthält, ursprünglich aus Dänemark kommt und ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt. Ganz viele Randfakten vorab erstmal. Und weil es eine Kooperation ist und ich keine Box zum Verlosen habe, verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Dort habe ich dir auch die ganzen Produkte verlinkt, die hier drin enthalten sind. Also, falls du keinen Bock auf Labarababa hast, dann kannst du einfach weiterhüpfen. Und falls du es ganz schnell haben willst, dann guck in die Infobox, da sind alle Produkte einfach aufgelistet. So, wir erhalten diese Box jeden Monat in diesem Design. Das heißt, wir haben ein Schubladendesign und nur hier die Schublade an sich hat immer mal wieder eine andere Farbe. Und ja, dieses Mal habe ich so einen schönen Magenta-Beere, mega cooler Ton, finde ich. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal rein, was uns die Box diesen Monat im August zu bieten hat. Wir haben hier vor allem Pflege drin. Dekorative Kosmetik ist auch manchmal mit dabei, da freue ich mich immer sehr drüber, weil es dann in mein Full-Face-Beauty-Boxen wandert, was ich dann irgendwann mal drehe und online stelle. Aber überwiegend haben wir hier schon experimentelle Pflege mit dabei, weil die Marken, die hier drin sind, kommen mir immer familiärer vor, aber sie sind jetzt nicht so mal eben bei DM zu kaufen. Jedenfalls viele davon. Okay, so, hier habe ich dann den Blick in die Box und ich habe hier auch ein Produkt mit bei, das kann ich euch ganz vorab mal zeigen. Denn wenn du neuer Abonnent bist von der Box, bekommst du ein Goodie mit dazu. Das kommt ganz automatisch in den Warenkorb, meistens braucht man da nicht mal einen Code für. Dieses Mal gibt es mal wieder diese coole Maske, die ich immer noch ausprobieren muss, von La Rose Paris, den Masque en Stick Regenerant. Das ist ein 3-in-1 Regenerating Mask Stick mit weißem Lehm und der ist für sensible Haut geeignet. Und da haben die auch mal so super witzige Werbung von gemacht, wo so eine Frau im Fahrstuhl war und sich den einfach drauf gemacht hat. Ne? Also ich muss den noch ausprobieren und den gibt man, glaube ich, auf angefeuchtete Haut und macht es einfach drüber und dann hat man eine Maske im Gesicht. Finde ich echt witzig, aber ich muss den unbedingt mal ausprobieren. Das sieht aus wie ein riesen Deo-Stick. Ja, genau, das ist schon mal das erste Produkt. Und jetzt ja, gucken wir uns aber erstmal an, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben und was das Motto von der Augustbox ist. Hier steht drin, The Claim Your Happiness Box. Okay, also die Goodiebox an sich steht auch für dieses Happiness, Me-Time, Self-Love, Self-Care, was ich gut finde, weil mich die immer mal wieder dazu bringt, auch darüber nachzudenken. Ich sitze hier super häufig und erzähle euch irgendwie einen vom Pferd, ne? Denkt mehr an euch, gönnt euch mehr und so weiter und so fort und tu es aber selber für mich nicht. Und die Goodiebox ist für mich auch eine Box, die mich immer wieder animiert, daran zu denken und drüber nachzudenken. Nicht nur mit den Mottos, die so haben, sondern auch mit diesen unfassbar krassen Texten, die halt auch immer reinschreiben, weil die hier auch hier reinschreiben, was sie sich dabei denken bei dem Motto. Und die Produkte hier auch mit aufführen und so weiter. Ne? Also da ist auch dekorative Kosmetik mit am Start. Was ist Happiness? Du erinnerst dich vielleicht, dass wir vor einigen Wochen unser neues Konzept Happy Moments eingeführt haben. Wenn du dich regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen herumtreibst, dann hast du unsere große Happiness-Kampagne vielleicht sogar schon entdeckt. Aber was ist nun Happiness? Natürlich gibt es auf diese Frage nicht nur eine richtige Antwort, denn Happiness ist so individuell wie die Person, die es erlebt. Was dich glücklich macht, ist meist nicht das, was deine Freundin, Mama, Schwester oder Kollegin glücklich macht. Und genau diesen Unterschied wollen wir feiern. Die verschiedenen Happy Moments, die wir alle in unserem Leben immer wieder erleben. Ob du nun extra früh für deine morgendliche Joggingrunde aufstehst, Eis zum Frühstück verspeist oder sexy Dessous an einem stinklangweiligen Montag rockst, das alles ist gut. Denn es spielt keine Rolle, was du tust, um dich glücklich zu fühlen, solange du es tust. So einfach ist das. Mach, worauf du Lust hast, solange es dich glücklich macht. Dein Goodiebox-Team. Das ist schon super tiefgründig, oder? Muss man wirklich sagen. Und ich habe letztens zu meinem Papa auch mal den Satz gebracht, du hast dieses eine Leben, diese eine Chance, glücklich zu sein. Mach was draus. Naja, gut, das war irgendwie am Wochenende und am Montag ist er dann zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, ja moin, ich gehe mal in Rente.
außerplanmäßig. Frührente und so, ne? So habe ich das nicht gemeint, aber wenn es ihn glücklich macht, ist es fein, ne? Ich selber setze es aber für mich nicht wirklich um und dann zieht sich manches ganz schön zäh durch und dann ist man einfach unglücklich. Ich bin auch aktuell in so einer Lebensphase, wo ich auf der Suche nach meinem eigenen Glück bin und jetzt wird es aber tiefgründig hier. Und ich stehe auch vor der ein oder anderen Entscheidung, die mir sehr schwer fallen wird, aber die ich treffen muss und treffen werde. Betrifft nicht YouTube, ne? Betrifft auch nicht mein Privates, ne? Ja, mal gucken. So, dann haben wir hier ein Spoiler drin stehen und das wird die, entweder wird das eine Limited Edition sein oder das wird eine Edition im September sein, wo dann eine Kooperation in der Box ist. Das weiß ich nicht. Das gucken wir uns mal an. Edition FX Goodie Box, The Female Future Force Box. Wir haben uns mit Edition F zusammengetan, kenne ich nicht, um euch eine ganz besondere Limited Edition Box zu präsentieren, in der alle Produkte von Female Founders stammen, oh cool, die kompromisslos einen mutigen Lebensweg eingeschlagen haben, um ihre Träume zu verwirklichen und nie das getan haben, was andere von ihnen erwarten. Die Box steht quasi schon in den Startlöchern und ist ab dem 19. August in unserem Goodiebox Shop auf shop.bygoodiebox.de verfügbar. Stay tuned. Ja, also, ne, Link packe ich euch in die Infobox. Es ist heute, wo ich das Video drehe, der 12. August. Genau. So, jetzt habe ich mir hier schon die Bilder ordentlich angeguckt und ganz schön lange geredet und jetzt machen wir das Seidenpapier einfach mal auf und gucken uns die Produkte in Live und in Farbe an. Das sieht so weiß aus, ne? Es ist auch immer dieses sehr cleane Design und das mag ich. Zuallererst habe ich hier ein Produkt drin, was ich habe ich noch nicht. Ich habe so eine Body, nicht Lotion, sondern Duschgel davon, von Terre de Mar, Maison de Cosmétique Naturelle 019, so Redition Revitalizing Shampoo, das ist ein Shampoo mit 150 Millilitern. Die Marke ist relativ hochpreisig. Ich habe das Duschgel noch nicht in Anwendung, aber als ich letztens durch meine Pflegeboxen durchgewühlt habe, weil ich für meine Mädels was für einen Mädelsabend rausgesucht habe, ist mir das auch schon wieder in die Hände gefallen. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, das muss ich doch wieder ausprobieren. Ja, und dann kann ich das ja in der Theorie zusammen mit dem Duschgel auch verwenden. Ne? Das passt ja auch ganz gut. Vielleicht auch geruchstechnisch. Ich weiß nicht, wie das riecht. Muss ich mal gucken. Da ist einiges mit drin. Kaffeeextrakt, was regenerieren soll. Verbene, was tonen soll, also quasi dann so pH-Wert ausgleichen und so. Und Weizenprotein, um Feuchtigkeit zu spenden. Das finde ich interessant, denn meine Kopfhaut braucht auch Feuchtigkeit, weil ich ja jeden Tag meine Haare wasche. Das mache ich einfach, weil ich das einfach gerne mache, weil ich 32 Jahre alt bin und entscheiden kann, wie oft ich meine Haare wasche. Und finde ich aber cool. Doch, das kann gerne mal ausprobiert werden. Als nächstes habe ich ja ein Produkt drin von Able Skincare London. Das sagt mir so nichts von der Namen, von der Marke her. Hyaluronsäure Age Recovery Night Cream. 50 Milliliter sind hier enthalten. Ja, nicht schlecht, Herr Sprecht, ne? Hier steht hinten auch Cruelty Free drauf, also tierversuchsfrei. Und das ist dann eine schöne Nachtcreme. Finde ich gut. Einfach abends nach der Reinigung und so weiter auf das Gesicht machen und quasi als letzten Schritt von deiner Pflege. Das finde ich toll. Ich mag das, ne? Nachtcremes sind meistens auch ein bisschen reichhaltiger. Da muss man halt keine Rücksicht darauf nehmen, dass danach auch Make-up drauf hält oder sowas. Ne? Es muss halt einfach derbe pflegend sein. Gerade wenn man so wie ich eine trockene, sensible Haut hat, da packe ich mir gerne richtig krass Pflege drauf. Demnächst kommt auch ein Video zu meiner Morgenroutine und meiner Abendroutine. Da seht ihr, was ich aktuell so in Anwendung habe. Aber das finde ich nett. Ne? Hyaluronsäure können wir auch ganz gut gebrauchen. Wir 32-jährige Ladies hier. Als nächstes habe ich hier ein Produkt drin von Kamameyo. Da hatte ich auch schon das ein oder andere mit dabei. Da hatten wir auch mal so einen Körpertoner und so ein Kram. Das war super fancy, aber irgendwie total sinnfrei. Relativ hochpreisige Marke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Star Age Defense Micellar Water. Das soll beruhigen. Das ist ein 3-in-1 Make-up Remover. Der soll reinigen, tonen und hydratisieren. Riesen-Oschi, aber gut für so ein 3-in-1 Produkt auf jeden Fall sinnvoll. Was haben wir hier drin? 200 Milliliter? Ja, 200 Milliliter sind hier drin. Ich verwende halt einfach kein Micellenwasser, um meine Haut zu reinigen oder um mein Make-up runterzunehmen. Ich habe Reinigungsbalsame, die ich super gerne mag und super gerne verwende. Und unter der Dusche habe ich dann einen Gel-Reiniger oder halt einen Reinigungsschaum. Da komme ich einfach besser mit klar. Mit Micellenwasser ist nicht so meine Welt. Und deswegen wird das dann wahrscheinlich demnächst mal weiter wandern. Aber
Sowas ist auf jeden Fall praktisch, ne? Ich weiß, dass super viele das auch verwenden. Also von daher auch hier wieder HD-Fans. Also ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, sich die Box zu abonnieren, muss man auch einfach in Kauf nehmen, dass man so ein paar Anti-Aging-Produkte drin haben wird, ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt für jugendliche Ladies gedacht, die noch keine einzige Falte im Gesicht haben und da überhaupt keine Probleme mit haben. Die werden dann wahrscheinlich in eine Röhre gucken. Also ich denke eher, das ist halt wirklich für Ladies ab 25 oder ab wann auch immer man mit Anti-Aging anfangen möchte. So ist, ne? So, was haben wir denn hier? Dekorative Kosmetik. Läuft. Sandstone steht hier drauf. Infinite Summer Bronzer in der Farbe 32 Summer Glow. So schaut das Typchen aus mit 3 Gramm. Das Döschen. Und ja, der hat auch einen leichten Glow und der sieht recht dunkel aus, aber ich glaube, das kann was werden, wenn man den halt leicht aufträgt. Wir swatchen den mal. Und der hat halt einen leichten Glow drin, was ich nicht schlimm finde. Ich habe jetzt auch heute einen drauf mit einem leichten Glow von Clinique aus einer Limited Edition. Das mag ich ganz gerne. Doch, der ist nicht so dunkel, ne? Das sehen wir hier ja auch. Schöner Swatch. Da muss man schauen, aber, ne? Vielleicht ein bisschen warm sogar für mich. Aber gut, Bronzer müssen ja auch eigentlich recht warm sein. Das wird ausprobiert in meinem Full-Face-Beauty-Boxen. Ne? Ich muss aber noch das von Juli abdrehen. Das steht hier noch. Läuft. Aber das von Juni habe ich schon online. Schon ist gut. Dann habe ich hier noch das letzte Produkt. Und da steht schon mal, ja, Attacke. Gold drauf. Also das ist special. Produced for Gold Hair Care Apps. Von Kopenhagen, Dänemark. Also aus Kopenhagen, aus Dänemark. Ach, hier steht's. Hair Scalp Massage. Ach, guck mal, wie geil. So ein Ding habe ich letztens auch mir bei YesTime mal ausgesucht. Und das finde ich sehr angenehm. Das verwende ich immer dienstags und freitags, wenn ich auch meine Haarkuren mache, ne? Da mache ich auch so eine Tiefenreinigung von meiner Kopfhaut und dann massiere ich richtig schön mit so einem geilen Tool meine Produkte, also mein Shampoo richtig in die Kopfhaut so ein. Und das ist so angenehm. Also wirklich geil und empfehlenswert. Und das wird auch so ein Produkt sein. Ich muss echt, ne? Side Fact, sieht auch ein bisschen aus wie das, was ich für Sammy immer nehme, um sein Shampoo einzuarbeiten. Also auch das Tool, was ich habe. Und das hier noch umso mehr, weil Sammys ist halt auch einfach weiß, ne? Cool. Also, falls es nichts für euch ist, dann schaut mal, ob es vielleicht was für euren Hund ist. Ich glaube, Katzenduschen ist immer so eine ganz schwierige Kiste. Das fühlt sich auch sehr schwer an. Also das, was ich habe, ist eher so, es ist viel, viel, viel leichter. Also das hier fühlt sich deutlich hochwertiger an. Und man darf sich von diesen Spitzen nicht abschrecken lassen, ne? Weil das sieht jetzt ein bisschen gefährlich aus, aber ist es nicht. Das ist auch richtig Gummi hier, super geil. Und damit kommst du halt, ich will es jetzt nicht unbedingt vormachen, weil ich will mir jetzt weitergeben, ne? Richtig schön an deine Kopfhaut ran und kannst das schön massieren. Dann wird das Shampoo nochmal schön aufgeschäumt. Und diese Spitzen, die hier dran sind, sind aber sehr gummiert, ne? Also die sind sehr flexibel, sodass man da, so sieht man das vielleicht besser, ich weiß nicht, sodass man da halt keine Probleme haben wird, dass es irgendwie pieksen könnte oder so. Sieht gefährlicher aus, als es ist und Leute, es ist super angenehm. Und das finde ich schön. Also so solche Tools ab und an mal in Boxen mit dabei zu haben, finde ich auch ganz praktisch. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Tools in Beautyboxen unten in die Kommentare. Ich finde es schön, ich feiere das, weil man so auch einfach mal die Möglichkeit hat, ein bisschen was Fancyes auszuprobieren. Und das ist auch für mich der Grundgedanke von Beautyboxen allgemein, ne? Dass man so die Möglichkeit hat, Produkte auszuprobieren, die du nicht unbedingt im Laden dir so kaufen würdest, ne? Gut, so ein paar Basics mit dabei, wie eine Nachtcreme, Reinigungsgeschichten fürs Gesicht und so weiter, ist ganz schön. Aber halt auch mal so Special-Gedöns, finde ich cool. Und mein Highlight-Produkt aus dieser Box, entweder dieses Haarmassage-Tool tatsächlich oder der Bronzer. Ich weiß nicht. Also ich finde beide ziemlich cool und ich glaube, die beiden teilen sich eigentlich Platz 1 gerade bei mir in meinem Herzen. Wobei, wenn der Bronzer bleibt, dann ist es der Bronzer tatsächlich. Wobei, wenn ich das Haartool nicht hätte, würde ich das ja behalten. Crazy, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber das war es jetzt hier auch mit der Box. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung, schaut in der Infobox vorbei. Ich gebe euch noch eine kleine To-Do-List so mit an die Hand, ne? Bevor ihr aus dem Video rausgeht. Und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!